Servus, der Marc von Bissische Wienis hier. Bei mir ist die Janka. Janka für drei Sachen, zwei Rollöcher, die dritten und ein tieferes Konch, wo man später einen Ring reinmachen kann oder Helix, wie man das jetzt nennen mag. Wir haben schon eigentlich alles eingezeichnet und bereiten nur noch das Stechen vor. Alles ohne Glitzerstein. Ja, bei dir, wie gesagt, war es ja mal als Kind, sind die zweiten Rollöcher nicht genau gleich gestochen vom Abstand, deswegen zieht sich das bei den dritten jetzt durch. Also wenn man das Video jetzt anschaut, ich denke, dass ich das irgendwie zu blöd war, dass ich das nicht gesehen habe, sondern das haben wir schon besprochen. Es ist nicht schlimm, minimaler Abunterschied. Man kann korrigieren, wenn man das nachsticht, aber bei dir muss es dagegen entschieden, das lassen, wie es ist, und leben mit dieser leichten, unterschiedlichen Positionierung. Ja? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die Frage ist, wo wir anfangen. Ob beim oberen gleich oder ob wir dann im unteren. Hast du da einen Wunsch? Wunsch eigentlich nicht, aber ich würde dann überhaupt beginnen. Gott, was? Das Schlimmere zuerst zu sagen. Ja, ja. Ich weiß schon warum. Du kannst dir nichts vertuschen. So, dann machen wir das so. Dein Wunsch. Aber wie gesagt, du bist ja in gut geübten Händen und das Ganze wird am Ende eh schnell und reibungslos. Hast du meine Videos auch angeschaut zu dem Thema mal? Kennst du ein paar YouTube-Videos, oder? An was TikToks habe ich mir angeschaut. Okay, YouTube ja, ehrlich gesagt nicht. Sieht man ja auch schon ein bisschen was. Es geht seit TikTok zwar alles so schnell, aber trotzdem, man sieht ein bisschen was, das ist immer wichtig. Ja, total, ja. Und dann haben wir schon den Eindruck von dem, dass man was einem auf einen zukommen soll. Ganz locker bleiben. Das war's schon so. War's schön? Es hat schon sehr wehgetan. Das war's halt so auf jeden Fall. Ja. Schon fertig. Ja, ich schmeiße es auch ein Stück. Ja, das ist ganz kurz, das Zwicken, das spürt man halt kurz. Aber dann mach ich es dann schnell. So, schon geschafft. Dann machen wir das zweite Ohr noch. Mhm. Das dritte in dem Fall. Ne? So, machen wir das hier auch für mich. Okay. War weniger, oder? Ja. Deswegen haben wir ja oben angefangen. Ne? Ja. So. Dann ist das fertig. So schwer zu schrauben. Ich Ehrlich gesagt haben die Handschuhe einen besseren Grip als ohne. Achso. Aber es ist teilweise das Gewinde, wenn es ein Millimeter nur daneben liegt, dann will es nicht so drauf. Und teilweise habe ich es in der ersten Sekunde, sind wir die andere Kugel, ich will die Kugel nicht. Teilweise passt auch eine Kugel zu einem Laden, nicht. Ich meine, das prüfe ich vorher immer nicht, weil das ist unnütz, das ist unnötige Arbeit, aber ich glaube, der geht sofort, die wollen sofort. Ja. Manchmal mögen sich die einen Kugeln mit den einen Labers nicht, dann nimmst du aber die anderen wunderbar. Jeder Topf findet sein Deckel sozusagen. Ja. Gut, machen wir drüben weiter. Ich drehe noch das Köpfchen rüber. So. Was machst du sonst? Arbeitest du oder studierst du? Ich arbeite auch. Ich studiere noch nebenbei, also ich schreibe jetzt gerade meine Master, das werde ich hoffentlich bald beenden. Wenn wir erledigt haben, gell? Ja. Kenne ich noch. Vor allem, wenn man dann noch schon arbeitet, man möchte einfach heimkommen. Ja, genau, nichts mehr zu tun haben, ne? Ist klar. Was studierst du? Raumplanung und Raumordnung und ich arbeite jetzt in der Straßendetailplanung. Okay. Ich bin da gleich 10 Minuten von da entfernt. Cool. Ja. Das ist für die Stadt. Ja. Schau, die Kugel geht auch sofort drauf. Die eine Seite wusste ich, obwohl es gerade in diesem drüben nicht. Das teilweise ist so, dann will ich nicht. Dann soll es sein. Ja, voll. Jetzt haben die zwei sich gefunden. So. Also.
Jede Woche schmeckt, schreibt was auch nicht jeder zusammen. Gefällt es dir? Ah, ja, sehr. Yes, sehr gut. So, das ist gut. Ja, cool, schön. Ja. Das ist ein Basic alles, aber ja, das finde ich auch schön, dass eben etwas tieferer ist, auch cool. Schlicht und ergreifend. Ah ja, genau, schau, das sieht man nochmal hier. Hier war der Abstand zwischen dem ersten und zweiten etwas mehr, da drüben etwas weniger. Aber wie gesagt, das kann man damit leben, das ist nicht so gravierend, frappierend, schlimm, dass wir das jetzt irgendwie nicht machen müssen. So, Pflege. Pflege. Also, du kriegst alles mit, schriftlich. Und hier ist Mandarinspray. Okay. Zuerst sprühen wir den Mandarinspray mit der vorne und hinten aufs Ohr. Zack, 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 beim Ohr. Einwirkzeit 30, 40 Sekunden. Du brauchst aber keine Uhr entscheiden, ein paar Sekunden. Nimm dann eine Küchenrolle, reinige die Küchenrolle, mit der, ich reinige, sprühe sie mit dem Spray an, okay. Und dann reinige mit der Küchenrolle vorne und hinten dein Piercing. Keine Wattestäbchen oder Klumpen nehmen, das Fussel, den Fussel, den ich irgendwie im Stich kann. Dann nehmen wir das Gel, tropfen davon vorne und hinten drauf, bewegen die Piercings vorne und zurück, wir drehen nicht mehr, wir schieben sie vorne und zurück, wir drücken auch, und das war's. Drei Wochen zweimal, drei Wochen einmal, das ist sechs Wochen am Stück, und in sechs Wochen gehen wir uns wieder hier zum Wechseln und kontrollieren. Super, danke. Sportduschen, Haare waschen am Morgen. Haare färben, wenn ich sage, sechs Wochen nicht. Zur Lagerung dann ein paar Sommer, drei Wochen. Noch Fragen? Ja. Wechseln bitte bei mir. Bitte mit den Piercings. Ich würde dir empfehlen, bei den dritten Mal Piercings bessere Rolle. Bitte nimm dir Piercings dann rein zum Wechseln. Wir können goldene Kronen nehmen, Roségold nehmen, alles da. Kleinere, dünnere, dickere, was du willst. Aber bleib bei Piercings. Wenn du normale Ohrringe rein tust, die sind in der Mitte dünner. Mhm. Haben auch diese geraden Abkanten, wo man dann so reinsteckt. Alles nicht so gut. Mach das in einem halben Jahr, wenn du möchtest, aber am Anfang bleib bei Piercing-Schmuck, das ist viel angenehmer und verträglicher. Okay. Also, das heißt, in sechs Wochen bei uns aussuchen, wir finden da was Passendes dazu und gut ist. Danke. Hat mich gefreut, danke fürs auch, Kommen. Danke. Und ich danke fürs Zuschauen. Das war die Bianca. Servus, tschüss, baba.